Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um den Kaffeeeinlauf, einen Segen für die Leber. Ja, die Leber ist ein wichtiges Organ, das wisst ihr. Die Leber ist für die Entgiftung des Körpers zuständig, aber auch für den Umbau von bestimmten Stoffen, für die Herstellung von bestimmten Fettsäuren, für die Herstellung von Aminosäuren und für viele, viele, viele andere Prozesse im Körper ist die Leber verantwortlich, aber auch im Schwerpunkt eben für die Entgiftung. Und wenn man die Leber über so ein Leben lang mit Giften quält, die wir so in unserer Ernährung haben und die aus der Umwelt kommen, dann ist es gut, wenn man darüber nachdenkt, die Leber auch mal zu reinigen. Unabhängig davon, wenn Menschen Symptome haben, Vergiftungssymptome, kann es sogar medizinisch sinnvoll sein, die Leber mal aktiv zu reinigen. Aber es ist für jeden allgemein gut, daran zu denken, der Leber mal zu helfen. Und eine Sache, die der Leber gut hilft, ist der Kaffeeeinlauf. Jetzt werden viele sagen, Einlauf, will ich nicht. Naja, Einläufe sind seit vielen, vielen Jahrhunderten eine gute Methode in der Naturheilkunde, um den Menschen in irgendeiner Form zu helfen. Und warum ist es so? Die Einläufe, zum einen haben sie einen tollen Effekt im Darm. Die Einläufe sorgen dafür, dass die Darmwand gedehnt wird und durch diese leichte, sanfte Dehnung der Darmwand entstehen Prozesse im vegetativen Nervensystem, die Heilung induzieren und Entspannung induzieren. Das ist schon mal was wertvoll ist und was sinnvoll ist. Und dann kommt es halt auf die Substanzen an. Das Besondere beim Einlauf ist, dass die Substanzen, die ich in den Einlauf hineingebe, die gehen direkt ins Blut. Die umgehen jetzt nicht erstmal oder müssen nicht erstmal durch die Speiseröhre in die Magensäure und dann über den Zwölffingerdarm, Dünndarm aufgenommen werden, aufwendig, sondern die können direkt vom Darm aufgenommen werden und gehen meistens dann über die Pfortader auf direkten Weg in die Leber. Das heißt, wir haben dort eine beschleunigte Aufnahme von Substanzen, die wir vielleicht sonst, wo die Wirkung verloren gehen kann. Was wir aber jetzt wollen, ist eben genau der Effekt, dass es direkt in die Leber geht. Das heißt, wenn ihr einen Kaffeeeinlauf macht, habt ihr als Substanz Kaffee. Und da sind eben Stoffe drin, die der Leber helfen, dass sie mehr Gallensäure bilden kann. Dadurch, dass sie mehr Gallensäure bildet und die Gallengänge dehnt, dadurch entsteht quasi ein schöner, gleichmäßiger Gallenfluss. Was wichtig ist, dass die Leber sich reinigen kann. Es sind Stoffe drin, die helfen, dass sie antientzündlich sind. Das sind Theophyllin ist entzündungshemmend, sorgt also dafür, dass eine Entzündung im Magen-Darm-Trakt, im Leberbereich sich dämmen kann. Und es sind viele Stoffe drin, die antioxidativ wirken im System, in der Leber und dafür sorgen, dass Radikale unschädlich gemacht werden. Der Kaffeeeinlauf, wie funktioniert der? Nun, ihr braucht dafür Material, ihr braucht für einen ordentlichen Kaffeeeinlauf einen sogenannten Irrigator. Das ist ein Becher mit einem Schlauch und am Ende gibt es ein sogenanntes Darmrohr. Und dieses Darmrohr wird dann eingeführt, rektal, das ist weich und ganz dünn, das ist überhaupt nicht schlimm. Dann habt ihr an dem Schlauch so ein Ventil, das kann man auf und zu machen und in den Becher kommt die Flüssigkeit rein. Wichtig ist, egal mit welcher Flüssigkeit ihr arbeitet, ihr müsst immer einmal den Schlauch mit der Flüssigkeit volllaufen lassen. Also wenn ihr den Becher voll macht, dann über dem Waschbecken das Ventil öffnen, das Darmrohr sollte schon draufstecken und dann die Flüssigkeit laufen lassen, bis es rauskommt und dann das Ventil zumachen. Weil ansonsten funktioniert der Einlauf nicht richtig, wenn da so viel Luft im Schlauch bleibt. Dann kann es passieren, dass das Wasser nicht richtig reinläuft. Genau, dann braucht ihr für den Kaffeeeinlauf, wenn ihr den Irrigator nicht nehmen wollt, könnt ihr auch alternativ eine Klysopumpe nehmen. Das ist auch so ein langer Schlauch und in der Mitte ist so ein Ball, mit dem kann man pumpen. Und das funktioniert halt dann manuell, nicht über die Höhe. Beim Irrigator ist es so, dass ihr das Ganze aufhängt oder hochhaltet, aber besser ist irgendwo aufhängen. Und dann geht ihr am besten auf alle Viere auf den Boden, ja, auf die Ellbögen und die Knie. Und habt so den Boppo so ein bisschen hoch und dann läuft das alles wunderbar ein. Normalerweise so ein Liter so in 1 bis 3 Minuten ist der eingelaufen. Das geht also relativ schnell. Genau. Aber wer das nicht machen möchte oder wer eingeschränkt ist von der Bewegung, kann durchaus die Klysopumpe nehmen, denn da kann man ganz bequem bei stehen bleiben und kann dann einfach die Flüssigkeit in den Darm hinein pumpen. Jawohl. Was noch wichtig ist für einen Kaffeeeinlauf speziell, dass ihr entweder grünen Kaffee nehmt
oder normalen Kaffee, wobei der normale Kaffee hat mehr Reizstoffe durch das Rösten. Der grüne Kaffee ist milder und bekömmlicher für den ganzen Körper und Organismus. Und den grünen Kaffee dann erhitzen, also aufkochen. Und kurz aufkochen reicht bei dem grünen Kaffeepulver. Und das dann am besten so einen halben Liter und dann mit warmen oder mit kaltem Wasser auffüllen, sodass ihr am Ende 1 Liter Kaffeeflüssigkeit habt, die körperwarm ist. Das heißt, kein Fall wärmer als 36 Grad, aber auch nicht kälter unbedingt als 30 Grad. Wenn die Flüssigkeit für den Einlauf zu kalt ist, dann stößt der Darm die reflexartig ab. Das heißt, ihr könnt es überhaupt nicht lange halten. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen immer so ein bisschen körperwarm. Ja, wenn ihr das mit normalem Kaffee macht, genauso einen halben Liter Kaffee kochen und dann eben entsprechend Wasser aufschütten, sodass ihr am Ende eine lauwarme, also eine körperwarme Flüssigkeit habt. Bitte bloß nicht auf die Idee kommen, kochendes Kaffeewasser in den Einlauf zu tun. Das dürft ihr nicht machen. Da gibt es dann starke Verbrennungen und Probleme im Darm. Macht das bitte nicht. Immer nur körperwarm arbeiten. Genau. Und dann ist es so, wenn ihr das einlaufen lasst, soll man das im Idealfall 15 Minuten halten. 15 Minuten halten kann aber gerade am Anfang, wenn man das nicht so gewöhnt ist, eine größere Herausforderung sein. Deswegen ist es dann in Ordnung, wenn man anstatt den ganzen Liter einfach kleinere Mengen nimmt, so 300 Milliliter und die für 5 Minuten hält. Das funktioniert dann auch. Und was sehr klug ist, ist, wenn ihr vorher Stuhlgang hattet, beziehungsweise vorher einen Reinigungseinlauf einfach nur mit lauwarmem Wasser macht. Das heißt, das lauwarme Wasser kommt rein, durchaus auch so ein Liter, und dann lasst ihr das wieder raus alles mit gegebenenfalls noch Stuhlresten und dann ist der Darm quasi entleert und dann hält er den Kaffee leichter. Also 15 Minuten ist optimal, ihr habt dort die maximale Wirkung dann für die Leber, danach reicht es. Und was ihr nicht unterschätzen dürft, es findet auch eine sehr schöne Blutreinigung statt, weil das Blut durchquert den Darm sehr, sehr häufig und ihr habt in diesen 15 Minuten habt ihr dann 3 bis 5 Mal den kompletten Blutkreislauf durchgereinigt, auch mit dem Kaffee. Also auch sehr, sehr spannend, was da passiert. Wenn ihr merkt, dass ihr Reaktionen habt auf den Kaffee, also auf das Koffein, was normalerweise nicht passiert. Kaffeeeinlauf macht nicht die gleiche Wirkung wie Kaffee trinken. Das Koffein wird in der Leber direkt abgebaut und macht nicht diesen Hallo-Wach-Effekt. Dennoch gibt es Menschen, die sensibel sind, die da auch drauf reagieren. Ihr müsst dann schauen, dass ihr das Ganze vormittags macht, dass ihr nicht irgendwie nicht schlafen könnt am Ende. Und wenn es zu störend ist, dann einfach die Kaffeemenge mehr verdünnen, wenn das funktioniert. Wenn es gar nicht geht, ist der Kaffeeeinlauf dann vielleicht nicht die richtige Maßnahme, aber für die meisten funktioniert es wirklich einwandfrei und ohne Probleme. Und zusätzliche Information noch, Kaffeeeinlauf wird in der südamerikanischen Medizin vor allen Dingen stark verwendet bei massiven Schmerzpatienten, die Darmkrebs haben im Endstadium, wo nicht mal mehr Morphium wirkt. Die bekommen dann eben jede Stunde einen Kaffeeeinlauf und sind schmerzfrei. Und das ist also ein toller Effekt vom Kaffee. Bis heute weiß man noch nicht so ganz genau, warum das passiert, aber es ist auch egal. Die Leute sind dankbar, dass sie keine Schmerzen leiden müssen. Die Frage nach, wie häufig muss ich den Kaffeeeinlauf machen, kann ich auch beantworten. Es macht Sinn, wenn ihr so eine Kur anfangt, dass ihr sagt, ihr macht das für 3 Monate bis 6 Monate, je nachdem. Aber 3 Monate solltet ihr ungefähr das durchhalten, tatsächlich. Und täglich, im Idealfall täglich. Merkt ihr Effekte, könnt ihr auch erstmal nur jeden zweiten oder jeden dritten Tag das Ganze machen, aber im Idealfall ist es täglich und ihr solltet zusätzlich dazu ein gutes Zeolit nehmen oder Chlorella, um potenziell frei werdende Gifte, die die Leber jetzt rausschiebt, zu binden im Darm. Das gehört noch mit dazu, dass ihr ein Bindemittel einnimmt, also Zeolit oder Chlorella ist da sehr hilfreich. Ich tendiere in diesem Fall beim Kaffeeeinlaufen mehr zum Zeolit, weil es Gifte gibt, die nicht von der Chlorella gebunden werden können, die aber trotzdem frei werden. Und die kann das Zeolit dann auf jeden Fall binden. Zeolit bindet im Grunde alles halt passiv. Chlorella bindet eher aktiv. Jawohl, okay. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und wenn ihr wollt, folgt uns auf unserem Telegram-Kanal. Wir haben einen kostenlosen Schwermetall-Entgiftungskurs, den könnt ihr mitmachen, den haben wir verlinkt. Und wenn ihr zusätzliche Informationen wollt, folgt uns auf Facebook, auf Instagram. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.